ich fliege die ganze Zeit an derselben Stelle runter. Das kann nicht sein. Ah, nein. Oh mein Gott, wegen diesem Lavaball. Danke, ich bin aber... Hey! Hey! Bug! Hey! Bug! Digga, ich schwöre, ich wurde eben teleportiert. Komm. Ah! Let's go! Nein, ich bin auf der falschen Seite. Mann! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, oh mein Gott, Alter, heute gibt es mal wieder ein ultra krankes Special Video, ein 60 Minuten Krone Battle gegen Lumex. Moin Moin. Was geht ab, Leute? Ja, ich würde sagen, Lukas, die Leute sollen sich jetzt ein bisschen Popcorn holen gehen, holt euch was zu trinken, setzt euch aufs Sofa, keine Ahnung. Macht euren Fernseher an, guckt am Fernseher, macht es euch gemütlich, denn heute gibt es eine XXL-Folge. Ja, Lukas, erzähl mal ganz kurz, was wir heute machen. Genau, Freunde. Und zwar, es ist auch auf jeden Fall ein besonderes Kronbattle, denn wir haben am Anfang, nämlich die Regel, dass wir gar keine Emotes benutzen dürfen. Ab 15 Minuten dürfen wir den Umarmen-Emote benutzen. Ihr seht ihn hier mal eingeblendet. Ab 30 Minuten dann erst Boxen und Umarmen und ab 45 Minuten erst auch noch den Kick-Emote. Das bedeutet also, am Anfang werden wir es richtig schwer haben und gegen Ende wird es dann immer leichter sozusagen. Bin mal sehr gespannt, wie sich das hier auf die Wins auswirkt. Was denkst du, Lumex? Wird es am Anfang komplett unmöglich oder schaffen wir es trotzdem? Oh, also ich sag dir ehrlich, dadurch, dass am aktuellen Battle Pass dieser Kick-Emote ist und wir keine Emotes nutzen dürfen, jeder Kick-Emote hat, wird das schon ein bisschen schwierig. Ich sag dir ganz ehrlich, aber... Ja, wird eine Herausforderung, ich bin gespannt auf jeden Fall. Genau, wird auf jeden Fall sehr geil, Leute. Und ich würde sagen, wir starten gleich rein, wenn du ready bist. Wir drücken auf Spielen gleichzeitig und starten ganz normale Runden. Also nicht wie Kevin in Bot-Lobbys dann, ne? Ja, ja, ich suche mir den passenden Skin aus. Ja. Ich gehe schon mal hier ins Wetterposition. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich starten in 3, 2, 1, go! Ich habe auch Spielen gesucht. Oh mein Gott, ich auch. Vielleicht kommen wir ja in dieselbe Lobby, das ist ja eigentlich ganz gut möglich. Boah, das wäre ganz wichtig. Okay. Das Ding ist halt, wie machen wir das, wenn so Rocket Rumble kommt? Machen wir mit Leften oder ohne Leften? Genau, du kannst auch gerne dann Leften, ne, wenn das irgendwie angenehmer ist. Ja. Das ist komplett dir überlassen. Ich habe Jungle Roll und du? Ich habe Pain Splash. Ah, okay, okay. Also wir sind leider nicht in derselben Lobby, Freunde, aber... Digga, ich muss mich jetzt erstmal auch dran gewöhnen, dass ich keine Emotes benutzen darf, Junge. Oh, ich auch gerade. Und es ist gerade voll ungewohnt, weil ich habe gerade... Meine neue Tastatur ist gerade angekommen, weil meine alte ja kaputt war. Ja. Und die Tasten sind auch so richtig rau, ne? Das ist richtig ungewohnt gerade irgendwie. Lol. Das ist so richtig. Ja. Ja, ja. Meine alte Tastatur war so richtig versifft, weißt du? Da waren so richtig Flecke schon überall drauf und so richtig bäh eigentlich. Noch so Staub zwischen den Tasten. Ja, ne? Natürlich. Aber dies fühlt sich jetzt voll komisch an, weil die irgendwie so neu ist. Das ist ganz komisch. Und ich habe hier schon wieder richtig viele Special Skins drin. Jetzt ist schon wieder Inferno Dragon. Hast du viele Special Skins gerade bei dir in der Runde? Tatsächlich nicht. Also ich habe so einen Inferno Drachen schon gesehen, aber ansonsten nicht so viel. Bei mir sieht es gerade ganz gut aus. Also Jungle Roll ist ja auch, ich sag mal, ohne Special Emotes voll machbar. Ja, ja, ja. Let's go. Nee, Pain Splash ging eigentlich auch. Es geht dann mehr so um Lava Lane, wenn ich halt unterwurzig bin und sowas. Aber auch zum Beispiel, wenn sowas wie Lost Temple am Ende kommt, dann hilft dieser Kick-Emote halt schon übelst gut zum Boosten, ne? Ja, ja, ja. Oder auch allgemein so Langstrecken-Maps, wo du boosten kannst mit Kick-Emote, das ist halt schon. Ja, das stimmt. Das ist okay. Ja, okay, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt im Halbfinale und ich hoffe mal, jetzt kommt kein Stumble-Zocker oder so. Boah, Bomber den Morgen habe ich bekommen. Oh, okay. Mal schauen, was bei mir kommt. Okay, gönn. Alter, wie lange wählt das denn aus, Mann? Ha, also ich bin jetzt auch schon in der Runde drin, ne? Ich bin Nein, Digga, Rocket Rumble. Ey, was? Digga, ich tu direkt restarten. Ja. Junge, Let's so los. Einfach Rocket Rumble, oh nein. Ey, aber weißt du noch, Lukas, das letzte Mal, als wir gespielt haben, hab ich die ganze Zeit diese komischen Teamrunden bekommen, weißt ja, du noch? Ja, ja, das war unlucky, ne? So. Boah. Oh, okay. So, ich bin jetzt in Teilvoll wieder drin, übrigens. Heilvoll. Ja. Boah, okay. Aber du hast bisher nicht, also ich glaube, vielleicht 2 Minuten an Zeit verloren. Also das geht eigentlich noch. Also, ja, ja, ich denke eigentlich auch. Also, wobei Jungle Roll war halt auch schon länger sozusagen am Anfang, ne? Aber. Ja. Boah, ist man noch. Ja, ich bin qualifiziert fürs Finale. Ey, komm. Wenn ich die erste oder direkten Sieg holen. Wollen wir es so machen? Ey, ich kriege extra Punkte jetzt den ersten Sieg kurz? Nee, ich glaube, das wäre ein bisschen zu OP, oder? Weil ich sag mal, so eine Krone. Okay. So eine Krone ist halt schon sehr, sehr schwierig zu erreichen. Ja, okay, das stimmt, das stimmt. Okay. Was? Over and under. Oh, das war's komplett, Lukas. So, oh, over and under, ohne Emotes quasi. Ja. Oh, ja. Okay, das ist RIP. Finale. Ja, das ist sehr RIP. Da musst du echt übelst rein sweaten. Aber es ist möglich, wenn du. Ich weiß, hast du eine kranke OP-Lobby? Oder? Ja, schon. Also, was heißt kranke OP? Also, halt.
Ja, der ist der Typ, der weiß, was er macht hier bei mir. Ja. Ich hab hier einen richtig. Ja, okay, das war's. Der Typ. Hier gibt's einer, also alle richtig lost, aber es gibt einen einzigen und der. Ja, er ist der Beste. Er ist wirklich der Beste. Ja, okay, tut mir leid. Er hat das Spiel von vorn bis hinten studiert. Wirklich. Also wirklich, der Typ, der macht den ganzen Tag nichts anderes. Schade. Okay, ich bin jetzt Pain Splash, tatsächlich wie du eben. Pain Splash, okay. So, ey, ich muss mich echt umgewöhnen, weil ich tue immer mit diesem Kick-Emote mich so vorboosten. Das ist jetzt so. Ja. Ungewohnt, Mann. Wir müssen jetzt noch 10 Minuten durchhalten, Lukas, und dann können wir auch anfangen. Ja. Den Umarmungs-Emote zu benutzen. Ich glaub, der, aber der bringt uns nicht viel, maximal Late-Game vielleicht zu Laser Trace oder so. Ich glaube auch, vor allem in Lavalands vielleicht, um Leute runterzuwerfen, aber auch da ist es so riskant, glaube ich, den einzusetzen, ne? Ja, also ich finde Umarmungs-Emote benutzen, also ich sehe den, also in-game benutzt ihn fast niemand mehr. Ich sehe richtig selten Leute, die den benutzen irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber der ist halt, seitdem es Kick-Emote und so gibt, halt null okay. Das stimmt, irgendwie. Aber man muss auch sagen, der ist auch der, also es ist auch der Emote, der jetzt am längsten her ist, ne? Weißt du, was ich meine? Also die neuen Spieler haben den ja noch gar nicht. Der, also vom Prinzip her jetzt aktuell der seltenste Emote, glaube ich sogar. Genau, ja, safe. Kann man so sagen, ja. So, okay, mal schauen, was als nächstes kommt, Leute, jetzt im Finale. Du bist jetzt schon wieder Finale. Jo. Stell dir vor, du hast einfach eher einen Sieg als ich, obwohl du vorher leffen musstest. Das wäre halt richtig, das wäre richtig ehrenlos. Boah, okay, jetzt muss ich mich mal konzentrieren hier, weil, ey, das wäre schon nice, wenn man hier schon so einen Win holt, dann hat man schon echt einen guten Vorteil, so. Was hast du gerade für ein Game? Also, welchen Modus? Ich habe gerade Space Race. Als Finale? Ja. Boah, das wird gottlos. Space Race, ich sag mal so, da braucht man ja nicht unbedingt Emotes. Das ist eigentlich nicht schlecht, so. Was krieg ich für ein Halbfinale? Bitte kein Team-Game. Das lädt voll lange. Okay. Oh, Floorflip, oh nein! Oh mein Gott, ey, ich hoffe, du hast das Wippenproblem. Manchmal Floorflip musste man auch restarten, so, weil das halt so ewig dauert. Ja. Ne? Ja, und ich bin gerade, ey. Hier, keiner kommt weiter, weil niemand will, guck mal, alle stehen vorne, weil die wollen warten, bis einer die Wippe quasi dreht, damit die direkt. Ich werd runtergeboxt einfach, wie ehrenlos! Lol, eh nicht. Doch, wir haben einfach nur Wiffe eine Runde geboxt. Die boxen mich die ganze Zeit, ey! Nein, Digga! Mann, ich hab falsch predicted, jetzt hab ich verloren. Ey, no joke, ne? Es ist immer noch keiner weiter, es sind immer noch alle auf der ersten Wippe, nur zur Info. Oh mein Gott, ich bin runtergeboxt schon wieder! Ey! Mann! Und das Ding ist, ey, der eine Hardcore boxt mich! Der Hardcore boxt mich die ganze Zeit! Der geht die ganze Zeit auf mich, der eine. Ey! Der boxt mich die ganze Zeit. Was ist denn sein Problem, Digga? Ah, ich weiß warum. Ich habe noch einen grünen Namen drin und heißt Lumex. Wahrscheinlich irgendein Typ, der deswegen Auge macht. Ah, lol. Spielst du mit grünem Namen? Ja. Ja, gut. Ich spiele auch mit rotem Namen. Ne? Also, ich werde hier auch getargetet. Zum Beispiel einer hier mit Kick-Emote die ganze Zeit. Kacke, ey. Ich bin gerade richtig kacke, Lukas, ne? Echt? Ja. Ich bin gerade. Oh mein Gott. Ich glaube, ich schaff's nicht, mich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Ach, du Kacke. Oh mein Gott, Lukas, ich schaff's nicht fürs Halbfinale. Oh mein Gott, weil mich der eine die ganze Runde geboxt hat. Mann! Ey, nein, ey! Digga, jetzt bin ich schon im Halbfinale raus! Ey! Mann! Ey, Mann, Digga, ich vermisse den Kick-Emote. Ey, ich muss kurz meinen grünen Namen ausmachen. Mach das. Ich muss trotzdem mit rotem Namen spielen, Mann. So, Leute, mal schauen. Also, ich muss sehr ehrlich sagen, bisher läuft es nicht ganz so gut. Ich habe bisher aber einen Win geholt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich nenne mich jetzt einfach Paul, damit mich hier niemand auf den Kicker hat. Paul. Die Streamsnipen alle. Ja, stell dir vor, du bist in der Lobby und auf einmal ist es so jemand mit grünen Namen und heißt Lumex. Digga, das Bruder, wir haben total Auge gemacht. Der eine, der die ganze Zeit Hardcore am Boxen, die ganze Zeit aber. Ja, ich weiß, was du meinst. Also. Das Ding ist halt, roter Name ist jetzt schon ein bisschen, weiß man halt, dass es so Creator sein können. Ja. Ist ja auch im Ausland gerade aktuell, haben ja auch relativ viele. Aber einen grünen Namen. Ich halt nirgendwo her, so vom Ding, weißt du, ich meine. Ja, so. Das stimmt. Also die Sache ist halt, wenn es so deutsche Zuschauer sind, die sehen so Team Lukas, dann wissen die halt schon, dass ich das wahrscheinlich bin jetzt mit rotem Namen. Ja. Aber boah, zum Glück ging hier Floorflip gerade. Ich habe jetzt Floorflip als erstes gehabt. Das geht immer, aber im Halbfinale ist das unmöglich, diese Map. Okay. Wie sieht's bei dir aus? Also ich habe bisher halt einen Win geholt, aber ja. Boah, also Lukas, sieht gerade ganz schlecht für mich aus. Ich sag dir das ganz offen und ehrlich. Digga, aber Floorflip, Alter, wie lange brauchen die denn hier? Digga, die brauchen so lange, um sich zu qualifizieren. Ich glaube, ich bin in der Bot-Lobby gelandet. Echt? Ich glaube, ich habe eine richtig schlechte Lobby erwischt. Aber nicht eine Bot-Lobby, Leute, in dem Sinne, wie Kevin das letztens gemacht hat, ne? Nach den Spins.
Ey, also Kevin, was, Bruder. Letztes Mal Kevin einfach, also wirklich Kevin war komplett lost. Ja, ja, war ja. Auf anderen Planeten gerade zu der Zeit. Das war echt lustig, ne? Vor allem, ich hab's gar nicht gepeilt am Ende, wo er es so gesagt hat, dass er so 3 Wins hatte, ne? Ja, Digga, also wie er das gemacht hat, das ist mir halt wirklich ein Rätsel. So. Das ist ja wirklich ein Rätsel. Okay, bei mir kommt jetzt Halbfinale. Ich hoffe mal, dass jetzt kein Teamspiel wieder kommt wie eben. Oh nein, Space Race. Oh, oh, super Slide. Okay, jetzt die Frage im Halbfinale, ob man da auf Risiko gehen soll. Ich glaube nur mit der Anfangsabkürzung, Leute. Also, was heißt Risiko? Also eigentlich super Slide. Fail ich die Tricks eigentlich fast gar nicht mehr, wenn man ja. eigentlich will ich jedem Trick fast. Ja, also diesen ersten Trick, den schaffe ich eigentlich auch immer, aber danach die. Ja, bei mir auf Space Race, die machen alle diesen Trick mit diesem einen Hügel, wo man so drüber springt und dann so, weißt du, ich meine, diesen einen Trick am Anfang, die machen den alle gerade hier schon wieder. Ja, ja. Größtes Wetterlobby hier schon wieder, also das war's komplett Arena. Okay, bei mir sieht's ganz gut aus, bin gerade hier erst, aber das bringt halt nichts im Halbfinale. So. Ja, einer ist hier richtig weit vorne gerade. Der ist der Beste schon wieder. Ist jetzt, der wird mich im Finale so hops nehmen. Okay. Ja, der springt noch außen ran. Weil da weiß es ja, dass du dann schnelleren Boost hast. Der hat alles hops genommen. Das Ding ist, wer... Er boxt mich! Du Ehrenloser! Ey! Ey! Aber ich dachte, du heißt jetzt Paul. Mann! Ey, ey! Wenn ich es jetzt nicht schaffe, mich deswegen zu... Oh mein Gott. No, no, no. Wenn... Ey, ey, ey. Oh mein Gott, ich schaff's. Gerade noch so. Okay. Oh mein Gott, Digga. So, jetzt gönn gutes Finale. Ey, wenn jetzt Laser Tracer kommt oder so, ist voll okay. Nein, Lava Land. Oh mein Gott, ohne Emotes. Digga. Oh mein Gott, ich muss mich jetzt so hart konzentrieren, Leute. No joke. So hab's genommen, Lukas. Das ist dein Ende. Du wirst jetzt gleich so hab's genommen. Sag das nicht hier. Denk dann in 3 Minuten, ne? Dann dürfen wir auch Umarmungsemote benutzen. Genau, in 3 Minuten Umarmungsemote. Alter, ich habe hier bisher noch niemanden aber gesehen, der hier Emotes macht, Digga. Oh mein Gott, vielleicht habe ich richtig Glück mit der Lobby hier. Ich habe Jungle Roll. Ja, okay. Jungle Roll, und der eine, der richtig krass ist hier in Jungle Roll, der ist gerade am Anfang direkt runtergefallen. Und der eine, der High macht schon die krassesten Tricks hier. Ja, ja, das ist, ja, ja. Bruder, ich habe hier die krassesten Spieler, das kannst du dir nicht ausdenken. Digga, das ist, hä? Hä? Die, Digga, das kannst du dir gerade nicht ausdenken, was sie bei mir machen, die Gegner. Digga! Der Hai, was macht der? Hä? Ja, ja, nein, nein, der hat gefailt, aber der hat Checkpoint. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Lukas, die haben gefailt. Ich könnte den ersten Sieg holen. Oh mein Gott, komm schon. Oh mein Gott, komm schon. Oh mein Gott, zieh durch. Let's go. Bam. Oh mein Gott, Digga, ich muss mich noch immer noch so konzentrieren. Aber die tun hier keine Emotes machen zum Glück gerade. Das sind noch, nur noch ich und einer sind am Leben. Oh mein Gott, hatte der Glück. Alter, hatte der Glück. Hast du verloren? Nee, ich bin noch drin. Okay, aber der wäre eigentlich fast raus. Alter, jetzt kommen diese zerbrochenen Plattformen schon, Junge. Digga. Aber ey, krass, dass ich eigentlich so lange durchhalte hier ohne Boxen. Ja, so ohne Boxen in Lava nicht lang zu überleben, ist halt schon echt eine Kunst. Ja! Boom! Ja, let's go. Digga. Alter, okay, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass, Leute. Einmal GG dafür. Let's go, Mann. Ohne Boxen. Ja, okay, Lukas, aber keine Sorge. Ja. Denn langfristig gesehen wissen wir ja beide, wer hier der beste Spieler ist, ja? Deswegen freue ich mich. Schauen wir mal, ja. Vielleicht man munkelt, ne? Das eine Mal habe ich nichts gesagt, als ich gewonnen habe. Vielleicht war ich schon, ja, der zweite. Achso, hä? Ich hab schon 2 Siege, by the way, ne? Ach, du hast auch schon 2 Siege? Hey, ja. Lol, krass. Na, okay, dann sind wir ja gleich, ne? Also, dann wird's noch spannend hier. Ja, ja. Ah, du hast dich verraten. Du hast gesagt, das sind wir ja gleich. Das heißt, du hast 2 Siege. Du hast dich verraten. Na, ja, Rimp, ne? Das war natürlich jetzt doof. So. Naja, Leute, auf jeden Fall wird. Also, umarmen, ich glaube, ich weiß nicht, ob das so einen krassen Vorteil bringt. Außer in den Final-Matches natürlich, ne? Also, ich glaube, so Laser Tracer oder sowas ist es richtig ekelhaft. Ja, ja. Aber Lava Land. Du musst halt die Gegner quasi so richtig krass am Rand hin, weil sonst können die halt quasi wieder drüber springen quasi. Ja. Und du musst die halt so krass am Rand so machen, so, das, aber du fällst halt fast selber runter so. Das ist voll risky meistens, eben, weißt du, was ich meine? Also entweder die Gegner retten sich halt so oder du fliegst halt selber mal rein so. Das ist halt dann so genau. Ein bisschen risky immer. Das ist die Sache, Leute. Aber ich bin auf jeden Fall wieder im Halbfinale. Let's go. Und ich hoffe, dass jetzt einfach kein Stumble-Zocker oder so kommt. In 1,5 Minuten dürfen wir dann, genau, umarmen benutzen. Ich glaube, ab 30 Minuten mit Boxen wird es dann schon mal deutlich einfacher. Mal schauen. Ich habe schon wieder Space bis hier im Halbfinale. Das war's schon wieder. Oh, im Halbfinale?
Ja, schon wieder. Oh, okay, krass, krass. Willst du kein Teamspiel? Komm, komm, komm. Komm. Stumble Soccer! Stumble Soccer! Oh, Spin Go Around. Alles gut, es geht auch sehr schnell, die Map. Okay, ganz entspannt, ganz, ganz entspannt. Hast du Glück gehabt. Wie sind deine Lobbys bisher? Also ich muss ehrlich sein, ich hab... ich bin zufrieden. Ja, also bei mir geht's auch voll klar. Ich habe hier gerade keinen einzigen, glaube ich, mit einem Special Skin. Also, ja, bei mir auch, aber die machen fast alle keine Emotes. Es ist meistens immer so ein, zwei, die übertreiben richtig. Ja. Aber der Rest macht gar keine irgendwie. Ja, true, ne? Also zum Beispiel... Bei mir ist so... Zum Beispiel eben in Lavaland, da war auch echt am Ende gar keiner, der Emotes benutzt hat. Also irgendwie, es geht voll. Also ich finde bei mir, die Gegner sind teilweise richtig lost, aber ich habe immer ein, zwei, die übertreiben komplett, also die nehmen alles auf und der Rest aber komplett lost, also. Ja, okay, krass. Ich bin jetzt wieder im Finale. Ich würde sagen, ich auch. Hier ist es gut möglich, einen Win zu holen, nochmal würde ich sagen, Leute, in der Lobby. Oh, komm schon, bitte. Okay. Lava Rush, oh Lava nein. Lava Rush? Nein, Lava Rush, oh okay. Nein. Ey, aber ich sag ehrlich, lol, ich habe auch Lava Rush. Was? Ich schwöre, ich habe jetzt auch Lava Rush. LOL. Aber du hast. Nee, hier ist kein. Ey! Mann! Oh Mann, ja, das war's, Digga. Das war's. Und hier einmal reinkackst, war's das halt, Digga. Mann. Wegen einem Fehler. Und dann war's das. Wenn ich jetzt hier trotzdem noch den Win hol. Ey! Ja, nee. Das war's. GG's. Okay, ich bin auch gut dabei. Ich bin jetzt gerade hier ganz vorne. Mann! Ey, Lukas, ich kann das nicht mehr, wirklich! Das Game nimmt mich gerade hops, Junge! Ah. Oh. Mann, was? Hä, ich flieg die ganze Zeit an derselben Stelle runter, das kann nicht sein! Ah, nein! Oh mein Gott, wegen diesem Lavaball! RIP! Digga! Ja, komm, bin ich Zweiter geworden, mega lost. Ja, ich bin raus. Ah, Lukas! Ja? Wir dürfen jetzt Umarmungs-Emote benutzen. Stimmt, ne? Leute, ab jetzt ist der Umarmungs-Special-Emote freigeschaltet. Wie gesagt, wenn man ihn in einer gewissen Situation verwenden kann, ne? Zum Beispiel, wenn ich dich mal sehe, dann umarme ich dich, du Max, ne? Ja. Ey, lass mal gleichzeitig starten, ja? Ja, ich bin gerade in der Auswahl schon als nächstes bei den Maps. Ah, okay. Hab jetzt Pivot Push. Pivot Push, okay, bei mir lädt es jetzt gerade. Ja. Ich werde jetzt so abfucken mit dem Umarmungs-Emote. Ich werde das jetzt richtig wertschätzen, um einen Emote benutzen zu dürfen. Ich sag dir ehrlich, ich werde das richtig abfucken damit. Ja, Digga, ich werde den jetzt auch direkt verwenden. Jo, ja, hier wieder überall Special Skins. Ey, okay, ich wurde weggekickt schon wieder. Okay, hier habe ich ein paar Schwitzer mit so Seitai-Shogun und so weiter, sehe ich hier schon. Bei mir auch, ich habe hier auch Blitz-Ninja, Seitan-Shogun. So, Leute, hier einfach mal den Dino umarmt. Let's go. Der hat auch diese funkelnden Fußabdrücke. Das sind, glaube ich, die OG-Fußabdrücke, die Funkel-Dinger, ne? Kann das sein? Oh, lol, das weiß ich gerade gar nicht. Boom. Okay, also man merkt schon hier, die Lobby, Digga, auch Blitz-Ninja! Lol, ich wurde weggekickt und bin direkt raus, erste Runde. Digga, wie lost, Mann. Richtig lost, ohne Witz, Alter. Ich wurde no-joke direkt vorm Ziel weggekickt. Kennst du diese Leute, die da so warten? Ja, die so warten, wenn du kommst, nehmen die zu. Und deswegen und dann, bin ich nicht weitergekommen. Ist echt ein Witz, Mann. Okay, Pain Splash. Wichtig und richtig. Okay. Oh, nice, Digga. Boah, ich muss mich so hart konzentrieren, weil das Ding ist, dadurch, also ich sag mal so, den Umami-Mode, den kann man ja nur im Stehen benutzen. Das bringt einem ja nichts beim Race. Ja, ne? Ja, ja. Das heißt, man muss diese Abkürzungen ultra gut nehmen, damit man hier so gut weiterkommt. Aber ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, also dass gleich der dritte Win dann am Start ist. Wie sieht's bei dir aus? Du bist noch bei 2 oder wie? Ich bin noch bei 2, ja. Okay. Okay, Leute, jetzt bitte wieder kein Stumble Soccer oder Rocket Rumble einfach. Ey, was? Was? Ich habe keinen Checkpoint bekommen. LOL. Ey, nein. Mann, stopp, Rocket Rumble, ich tu restarten. Nein, ich bin... Oh. Digga, ich tu direkt restarten. Entspannung. Ja, Digga, Mann. Ich habe keinen Checkpoint bekommen, weil ich Abkürzung gemacht habe, ey. Oh. Bei welcher Map nochmal? Space Race? Pain Splash. Ah. Aber ich warte jetzt auf dich. Immer gleichzeitig mit der Start. Ah ja, ich hab schon wieder gedrückt als nächstes. Ja, also ich musste echt restarten wegen Rocket Rumble, Junge. Ich bin jetzt Icy Heights, erste Runde. Lol, ich bin auch Icy Heights. Hä? Echt jetzt? Lol. Ja. Aber welche Farbe hat dein Name? Weiß gerade. Siehst du gerade die Namen, oder?
Ich hab grad Namen aus, nein. Ah, Leute, ich bin ganz vorne, hab Brainy Brian. LOL! Sven! Hä? Ich seh dich, Digga, ich seh dich! LOL, siehst du mich? Ich bin gerade im Ziel. Hä? Ich warte, du bist gerade unter dem Ziel, gell? Ja. Ja, warte, ich komme jetzt auch gerade. Hä? Digga, als ob wir in derselben Runde drin sind. LOL, eh nicht. Warte, wie heißt du? Ich heiß Paul. Paul? Hm. Einfach Paul weiß. Hä, ich seh dich gerade nicht. Hast du mich hier hops genommen Just oder bist du... Ja, Digga. Ja. Ich habe ja Nametags an, also ich sehe das auf jeden Fall. Oh, scheiße. Du hast kurz geglaubt, ne? Ja, ich dachte so kurz schon, ja. War das knapp. Alter, als 15er. Tschüss. Komm, gönn. Oh, es kommt Pivot Push. Nice, sehr, sehr gut. Da hat schon zweimal Teamgame jetzt, ne? Ja, richtig dumm. Bei Pivot Push kennst du das immer, wenn alle auf einem Flex sind, die gehen ja immer so rechts alle, ne? Dann wieder gerade so vier oder fünf Leute gleichzeitig Kick-Emote gemacht. Man kann auch einfach links lang gehen, aber das macht niemand. Die machen alle rechts immer, wo man auch eigentlich auf links. Man kann eigentlich auch links lang gehen. Ja, das verstehe ich her, ne? Auch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade auf Botbash und Botbash ist auch so random eigentlich. Du kannst dir fast nicht beeinflussen, ob du rausfliegst, weil die Roboter, die machen immer so richtig random. Fahren die hier runter. Alter, war das knapp, Digga. LOL. Okay, jetzt Finale, let's go. Also da muss man ehrlich sein. Mann! Welche hast du? Lava Rush, diese Drecksbälle, diese Feuerbälle. Okay, die sind echt hart. Und hier ist einer ganz vorne schon wieder, Mann. Aber ich glaube, das Ding ist halt, wenn man also mehr oder weniger ohne Emotes spielt, jetzt außer am Arm halt, ich glaube, dann ist echt am besten, wenn man so Race Maps als Finale hat, weißt du? Sowas wie zum Beispiel, ja, sogar Lava Rush auch. Danke, ich bin aber. Hey! Bug! Bug! Digga, ich schwöre, ich wurde eben teleportiert. Das war ein Joke. Teleportiert, ja, das war kein Spaß. Ich schwöre, ich war auf einmal im Aus. Das ist kein Witz jetzt. Ja. Oh mein Gott. Lukas. Nee. Du mit der Lügengeschichte. Nee, das wird ins Pre-Intro geschrieben, das siehst du dann. Mann, du Kleine. Das Game bricht mich gerade, Lukas, wirklich. Ich brauche einen neuen Skin. Ich mache jetzt hier einen aufs Wetter mit Captain Goldfurt, Digga. So ein ist das. Okay. Ja, ich spiele mit dem Brainy Brian die ganze Zeit. So. Oh! So, jetzt hier schön die Abkürzung nehmen. LOL, okay. Oder auch nicht. Lukas, ich freue mich schon richtig, ne? Noch 5 Minuten. Oh ja. Dann können wir endlich den Boxen. Digga, Boxen, das werde ich so genießen gleich. Ja, ich auch. Ich werd alle wegboxen, bis zum geht nicht mehr. Ja, Mann. Vor allem, Digga, Lavaland, dann. Ich hoffe, die Map kommt dann einfach gleich. Boah, das wäre so geil. Das ist so OP auf dieser Map mit den Boxen, das ist echt krank. So, Halbfinale, jetzt wieder bitte kein Teamspiel. Also. Ich könnte dir so ein Team geben. Okay, also jetzt no joke, ich bin jetzt bei 4 Wins. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich habe aktuell 3 tatsächlich gerade. 3. Boah. Mhm. War schon eh stark. Du bist noch einen vor mir, ja. Ja, aber ich gebe auf jeden Fall gut Gas. So, und ich habe als nächstes Jungle Roll, das ist nice. Aber bitte spawn nicht rechts, das ist ganz wichtig. Ja, nice, let's go. Komm schon, wenn ich jetzt ein Teamgame bekomme, dann... Wenn ich es heute schaffe, nicht einmal ein Teamgame zu bekommen, dann wäre es das komplett. Ich hätte vor, ich kriege nicht einmal ein Teamgame. Wenn das Finale wäre, Digga, Alter, ich hätte easy gewonnen. Ich habe das so gut gespielt, Mann. Ich hab blockt dich jetzt gerade im Halbfinale. Mann, warum war das nicht Finale? Komm, ich umarm ihn einfach noch am Ende. Ich will jetzt auch jemanden umarmen hier. Zack. Let's go. Soll ich mal jemanden im Block Dash in den Laser rein umarmen? Boah, geht das? Geht das? Ich weiß es nicht. Ja. Ich mach das jetzt mal. Oh mein Gott, das geht einfach. Ich hab ihn einfach in den Laser reingehalten. Doch, das geht. Okay, krass. Das ist voll risky, aber es ist ein bisschen, also es ist schwer, aber es geht. Mann, schon wieder Botbash! Junge, ich hatte das jetzt eben schon im Finale. Mann, wie soll ich denn hier gewinnen? Die Leute die ganze Zeit hier in den Laser rein. Ich hab noch einen in den Laser reingehalten. Digga, so geil. Ich hab wieder einen in den Laser reingehalten. Jetzt schon 2 Kills einfach. Lol, als ob das so easy geht. Nee, das ist voll schwer, weil du halt nicht selber in den Laser reinläufst, yeah, aber genau. Wenn du halt timest, dann geht das halt. Oh nein, ich krieg Karma. Ah, Qualified, wichtig. Oh. Ey, nein, der Rote. Okay. Ey, Mann, ich hasse es, dass immer Botbash bei mir kommt. Ich meine, an sich ist die Map ganz cool, aber die ist viel zu random hier für so ein Battle. Ist ehrlich viel zu random. Super Slide. Finale, das ist mein Win.
Das ist mein Rin. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Ah, okay, ich bin hier gespawnt. Nein! Hey, ich raste aus! Ich hasse diese Map! So, komm. Ich hasse diese dumme Map, Mann. Ich versuche jetzt hier auf Superslide einen Sieg zu holen. Auf ganz entspannt. Mm, ja, versuch mal. Oh, ich bin gut dabei. Ich bin sehr gut dabei, Lukas. Ich bin sehr, sehr gut dabei, Lukas. Meine Abkürzungen sind die besten. Komm schon. Lukas, Lukas. Muss an mich glauben. Ey, Mann, 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 Mann. Nein, nein, nein. Bist du runtergefallen? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Zieh durch, zieh durch. Oh, lol. Was geht bei dir ab? Digga, ey. Hä, warte Mann. Mal. Bist du runtergefallen oder was? Nein, ich hab gefailt und ist einer vor mir gewesen. Ah, okay. Weiß ich ja nicht, ob das stimmt. Oh, auch jetzt hier den. Mann, diese Dinger. Seid halt schon gut, komm schon. Ah, ne, warte, Lukas, ich warte lieber noch eine 45 Sekunden, bevor ich starte, damit ich dann mein Boximod direkt ausrüsten kann. Ja, du kannst eh rein starten, dann während der Runde wird das aktiviert, das ist voll okay. Okay, gut, dann. Ja, gönn dir ruhig. Schon mal ausrüsten jetzt hier. Und dann. Digga, wenn ich jetzt nicht qualifiziert werde. Digga, ich bin in der ersten Runde raus. Was? Ja, Junge, ich war hinter der Ziellinie, da stand 16 von 16. Ich war bei Cannon Climb und wurde die ganze Zeit von so einer lilanen Kugel weggehauen. Komplett. Ich habe jetzt hier Boxy-Mode auf Jungle Roll, Digga. So ein Ding ist das. Mm, aber erste 2 Minuten, ne? Dürfen wir? Ach so, ja, ja, ich habe ihn nur schon mal ausgerüstet. Ah, ja, okay, halt. Ja, easy. Dass ich ihn halt gleich ingame dann gleich benutzen kann. Jo, zack. Ich habe eh alle 3 Special-Modes gleichzeitig ausgerüstet. Ah, so. Oh. Also, du hast die Heimisch schon ausgerüstet, nicht, dass du die Heimisch schon benutzt hast, Lukas. Nein, 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 ich hab die nicht benutzt. Das sieht man in der Aufnahme. Ey, der boxt mich auf der Rolle auf Jungle Roll, ey! Digga! So. Lukas, ich hab schon wieder gar keinen Bock mehr. Okay, das sieht sehr gut aus hier, das Game. Leute, also ich bin mal jetzt sehr gespannt. In 1,5 Minuten dürfen wir, wie gesagt, das erste Mal Boxy-Mode benutzen. Aber ich sag mal so, du merkst, beim Handy ist es ja so, du musst ja das Fenster erstmal öffnen, ne, mit den Emotes. Und das habe ich dann ja einfach nicht geöffnet. Ich glaube, beim PC hat man ja dauerhaft die Möglichkeit, die Emotes zu benutzen. Ja, ja. Genau. Okay, okay, okay. Oh mein Gott, noch 1 Minute dann Box-Emote. Vielleicht kann ich es gleich im Finale schon benutzen. Oh, Teil voll Halbfinale. Mega RIP. Ey, das ist ein easy Qualify eigentlich. Findest du? Also, wenn man da runtergeboxt wird am Ende, ist es echt ärgerlich. Ja, das stimmt. Aber ich habe immer noch kein Team. Ich habe immer noch kein Team-Game, ne? Ich habe bisher immer nur richtige Games bekommen, tatsächlich. So. Aber ich habe auch schon 4 Siege. Wie viele Siege hast du, Lukas? Ich habe jetzt 4 Siege. Ich hab auch 4. Ah, du hast auch 4. Gleichstand, ich will dich langsam auf, Lukas. Ja, krass, Mann. Oh mein Gott. Ey, no joke, ich muss ehrlich sagen, Teilvoll. Ich mag Teilvoll als erstes echt, aber im Halbfinale fühle ich nicht so ultra. Oh, das darfst du ja nicht hinten lassen von irgendeinem Boxy. Ey! Die boxen die ganze Zeit, reicht doch jetzt, okay? Sorry. Oh, nice, bin weiter. Okay, Finale und jetzt, ab jetzt dürfen wir boxen. Ab jetzt dürfen wir boxen, okay. Genau 30 Minuten. Das heißt, let's go, hoffentlich kommt Lavaland oder so, dann kann ich direkt Box-Emote hier auspacken. Ja, das ist true. Ja, ich hab Super Slide wieder Finale, ey. Jetzt. Wirklich jetzt, Lukas. Jetzt, ja, das muss es jetzt werden hier. Super Slide. Okay, komm, ich bin schon mal gespannt. Okay, das Ding ist, ich kann jetzt zwar boxen, aber in Space Race bringt das einem ja gar nicht mal so viel. Ja. Oh, die Kometen. Oh, komm schon. Zack. Boah, ich bin gerade echt gut dabei hier. Super Slide. Boah. Oh mein Gott, Lukas. Lukas. Oh. Ja. Nein! Was mache ich? Komm, komm, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch, zieh durch. Let's go. Bam, 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 bam. Let's go. Let's go. Nein, ich bin auf der falschen Seite. Mann. Let's go! Und da ist der nächste Sieg! Mann! Boom! Digga! Alter, was war das für Effekte bei dir gerade? Mein Effekt gerade? Ja, ich habe gerade irgendwie so einen Pitch noch angehabt, aber das hier, das ist meine Höhlenstimme. Lukas, ich bin in einer Höhle. Mann, ey, das war so dumm, was ich eben gemacht habe. Das Ding ist, ich hätte, glaube ich, aber eh nicht gewonnen, weil der eine ist rechts gegangen und der eine ist in der Mitte gegangen, ich bin links gegangen und es war ganz rechts das Ziel. Teil voll, jetzt wird hier Boxy-Mod rausgehauen auf Teil voll. Bam! Let's go! Okay, Humble Stumble. Oh, 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 oh. Boah, ich muss jetzt wieder auf Safe spielen, Digga.
Hier sind richtig viele, bei mir sind richtig viele diese Geister-Emotes, ey, die Geister-Skins sind richtig viele gerade hier. Dead Fred? Ja, ja. Ja. Wie findest du den eigentlich? Ja, ich weiß nicht, aber die rennen hier gerade alle so schnell ins Ziel, das ist auch schon richtig close gerade bei mir. Digga, ich habe gerade eine ganz gute Lobby, glaube ich. Die sind echt ziemlich gut, alle, muss man sagen. Hier direkt mit Special Skins, Emotes und so. Naja, egal. Ich würde sagen, wir gehen rein in die nächste Runde. Und damit willkommen zu Botbash. Oh, Botbash hast du? Ja, ich hab Botbash. Oh, RIP an dich, Digga. Ich finde das so random, Mann. Das ist wirklich voll random, diese Map. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass wir keinen Stumble-Zocker oder so bekommen. Kein Stumble-Zocker. Nein! Rocket Rumble! Was? Du kriegst schon wieder Team Digga, gehen? Zum dritten Mal jetzt. So lost. Ey, du kannst ganz ehrlich, ich glaube, du verarschst mich. Du verarschst mich ein bisschen. Du hast nie im Leben Rocket Rumble so oft. Nie im Leben. Du trollst. Du trollst. Ey! Oh mein Gott. Ey, du trollst, Lukas. Du 100% nein. Du trollst das dich. Das Ding ist halt, oh, dass ich halt, no joke, ich hatte noch keinen Stumble-Zocker, aber die ganze Zeit Rocket Rumble irgendwie. Mann! So. Glauben Sie, diese Geschichte ist wahr? Ja, das liegt, Ich hab Lavaland-Finale. Ah! Mann, bin ich dumm! Ich hab jetzt Box-Emote hier auf Lavaland, das wird so gottlos. Zack, ich hab den erst rausgeboxt. Ich hab direkt den ersten rausgeboxt, Lukas. Lol, als ob. Auf Lavaland. Als ob. Du hast wirklich Lavaland? Ja, ja. Oh mein Gott. Ich hab den. Ah, oh mein Gott, ich hab fast den nächsten rausgeboxt. Digga, ich hab hier einen in der Lobby, der heißt Hacker Pro 1. Ich könnte mir vorstellen, dass der krass ist. So, okay, jetzt schauen wir mal. Halbfinale habe ich jetzt auf jeden Fall. Super Slide. Okay, jetzt müssen wir schauen. Ich box die jetzt hier alle raus auf Lavaland. Bam! Ich hab den nächsten rausgeboxt. Schon 3 Kills. So dick ist das. Und da ist der nächste rausgeboxt. Ich box alle raus, Lukas. Die haben alle keine Special Emotes. Ich box die alle raus gerade. Nee, du nimmst dich hops, oder? Als ob du jetzt so eine Lobby hast. Ich hab den nächsten rausgeboxt. Was? Was ist das für eine Lavaland-Runde? Nur Boxer hier am Start. Lol, als ob. Ich box jeden raus gerade. Komm, den letzten auch. Komm. Ich hab den letzten auch rausgeboxt. Let's go. Let's go. Als ob du so eine Runde dann bekommst. WTF. Let's go. Ich hab jeden rausgeboxt. Da ist der nächste Sieg. Let's go. Bam, Junge. Bam. So ein Ding ist das. Boah, Digga. Dieser Hacker Pro 1, der hat auch den Brainy Brian. Und der ist die ganze Zeit hier am Kicken. Also ich geh jetzt schon in die nächste Runde rein, Lukas, ne? Ja, alles klar. Und ich wollte nur sagen, ne, ich habe jetzt schon 6 Wins, wollte ich nur sagen. 6 Wins hast du schon? Boah, krass, da musst du noch ein bisschen aufholen. Hier, ich habe erst 5. Bist halt wirklich nicht so gut, wie ich dachte, Lukas, ne? Ja, gerade ist es schwierig ohne Emotes hier. Ey, komm, zieh durch. Ey, Mann, ich wurde hops genommen. Hallo, ey, na hör mal. Mein Jutster, so geht das aber nicht. Hä? Das ist eine Runde. Mann, Digga, ich raste gleich komplett aus. Was ist das denn? Ich schaff's nicht in der ersten. Nein. Wenn ich es nicht schaffe, mich in der ersten Runde zu qualifizieren. Ey, du. Du kleiner. Mann. Ey, Junge. Digga. Boah, ich muss ehrlich sein. Gerade bin ich einfach ein bisschen verzweifelt, ne? Also. Ich bin auch das Game. Hat mich gerade wirklich offiziell hops genommen. Ja. Ich hab's gerade nicht geschafft, mich in der ersten Runde zu qualifizieren. Oh. Digga, ich muss halt jetzt wirklich mal weitere Wins holen, weil das Problem ist, ich krieg halt oft einfach diese Runden, wo ich das Game restarten muss, also Rocket Rumble, das hat mich echt hops genommen. Ja, ich weiß nicht, Lukas. Mir ist gerade voll kalt in meiner Höhle hier. Ich spiel gerade in einer Höhle. Und mir ist ganz kalt hier, Lukas. Hier schneit sogar. Okay. Hier tropft Regen von der Decke. Als ob, Digga, wo bist denn du gerade? Ich bin gerade in der Höhle, aber hier ist überall Wasser und ich bin auf Floorflip. Floorflip. Digga, ey, ich werde so hops genommen auf Floorflip gerade, ne? Wenn ich es jetzt wieder nicht schaffe, in der ersten Runde mich zu qualifizieren, dann werde ich gleich richtig sauer. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken auf Floflip gerade. Ich werde hier gerade schon wieder hops genommen von den ganzen Spielern so, wegen der Scheiße. Ey, bitte. Jetzt bitte nicht schon wieder ein Team-Game-Mode, Alter, im Halbfinale. Ich gönne dir so sehr ein Team-Game-Mode, das ist keine Ahnung. Ich schreie hier gleich komplett rum, wenn ich so Rocket Rumble oder so bekomme. Ey, bitte, ich muss mich qualifizieren. Komm schon. Die Wippe ist scheiße gedreht. Ey, Jungs, ihr müsst die Wippe drehen. Hallo, ist die falsche Seite. Hallo.
schwöre. Mann! Ey, die Wimpen drehen sich nicht. Mann, ey, ey, nein, 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 ich bin raus. Mann, das Spiel ist scheiße. Mann, ey, ich bin wieder nicht qualifiziert in der ersten Runde. Herz ob. Digga, das Digga, ist kein Joke. Also, es hört sich legit an, muss ich sagen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob das wirklich so ist bei dir. Ey, no joke, ich habe mich in zwei Runden am Stück in der ersten Runde nicht qualifiziert, Digga. Wirklich. Ja, ey, ich bin ehrlich gerade gebrochen wegen Summer Soccer und Rocket Rumble. Leute, das Ding ist, es sind 2 Minuten, die man halt wastet und das ist 50-50, ob man rausfliegt. Das lohnt sich halt ehrlich nicht. So. Boah, Lukas, ich sag dir ehrlich, ich hab auch voll das schlechte Internet. Hallo? Das Nee, Junge, was machst du gerade? Ich hab grad voll die Internet-Ex. Ich hab grad voll die. Boah, ich hab grad voll geleckt, Lukas. Gibt das einen extra Punkt? Das ist ja voll ungern. Nee, es gibt keinen extra Punkt. Nur bei echten Internet-Ex könnten wir vielleicht ein Auge zudrücken. Ja, der war echt. Ich hab grad 3000er Ping gehabt. Na, okay. komm schon. So, okay. Ey, komm schon. Boah, jetzt, ich sag, Digga, ich glaube jedes Mal, wenn ich einfach überlege, ob ich Stumble Sock oder Rock Rumble bekomme, bekomme ich das. Deswegen sage ich jetzt so, Digga, nice, ich freue mich aufs Halbfinale, wo ich einfach eine nice Map bekomme und dann kommt's nicht. Lieber Stumblegeist Gott, hörst du mich? Bitte gib Lukas ein Teamgame! Hey, hallo! Gib ihm ein Teamgame! Mach mal kein Auge jetzt hier. Jetzt kommt Rocket Rumble, pass auf. Bot Bash! Bot-Bash. Digga, im Halbfinale, Bot-Bash. Ich krieg Over and Under im Halbfinale, was ist das denn? Aber jetzt kann ich auch ein paar Leute wegboxen. Das war's kompletter Rino. Komm schon, zieh durch jetzt. Ich muss jetzt durchziehen hier, komm schon. Boah, ich hasse diese roten Käfer, Mann. Stopp, ja, das war's, komplett Arena. Und ich kriege. Oh, Honey Drop. Okay. Mhm. Also, Safe Spiel ist eigentlich Easy Win, aber ja. Space Race hier ist alles andere als Easy Win, weil, Bruder, wenn du hier einmal reinkackst, dann kannst du ja eigentlich sehen. Hä? Ich hatte gerade einen Bug. Also, really, ich spring in der Luft und ich konnte einfach keinen Double Jump machen. Ich habe einfach so einen richtig komischen Double Jump gemacht. Hä? Wenn ich jetzt deswegen den Sieg nicht bekomme, dann, Lukas, dann bin ich hier wirklich raus, Rino. Wegen einem Spielfehler jetzt keinen Sieg holen. Ich muss mich gerade so hart konzentrieren, ich bin auch ganz oben, aber hier ist so ein pinker Alien, der Auge macht. Mir ist es einer vor mir gerade, Lukas. Nein. Lukas, ich kann jetzt nur gewinnen, indem ich das erste richtig predikte und ich predikte, dass das Ziel links ist. Dass das Ziel links ist, komm schon. Mal schauen, ob du recht hast. Es ist falsch, es ist in der Mitte. Ah. Der Gerät ins Ziel. Mann! Digga, das Spiel. Ich bin gebrochen gerade, wirklich. Ich bin gerade wirklich gebrochen, Lukas. Wirklich. Oh mein Gott, ich muss mich gerade so hart konzentrieren. Ich bin jetzt auf der untersten Plattform. Ich hab wirklich langsam keine Kraft mehr. Das Spiel hat meine Kraft wirklich geraubt. Das Spiel ist das Küken. Das Küken muss mich jetzt retten. Lukas, ich glaube, wir dürfen noch langsam Kick-Game-Mod benutzen. Wie schaut denn das aus, oder? Moment, noch nicht. Oh mein Gott, ist das knapp! Ja, komm! Let's go! Noch 2 Minuten, dann dürfen wir Kick-Game-Mod benutzen. Noch 2 Minuten. Oh mein Gott, Alter! Ich habe gerade so knapp gewonnen, weil ich habe nur gewonnen, weil der 1 Meter unter mir war und dann zuerst in dieses Becken reingeflogen ist. Ja, alles Glück, Lukas. Das ist alles nur Glück. Alles Skill. Leute, das war die krasseste Honeydrop-Runde. Hä? Alles Glück, habe ich gesagt. Nee, ich habe gesagt, alles Skill. Nee, alles Glück. Nee. Alles Glück hier. Aber ich wünsche dir alles Glück, damit du noch aufholen kannst, ne? Weil ich jetzt sehr weit vorne bin. Ja, sehr weit vorne. Du wirst schon sehen hier, ich habe hier... Ich bin jetzt mit dem Küken am Start.
Küken ist die Meta, glaub mir, Küken wird hier jetzt alles reißen. Ja, ja, ich habe jetzt das Küken. Okay, jetzt bin ich mal ultra gespannt. Das Ding ist, gerade ist es so, dass ich hier am weitesten vorne bin. Ich glaube, ich habe eine richtig schlechte Lobby erwischt. Das ist richtig gut, Mann. Boom, einmal weghauen hier. So, let's go. Noch 16 Minuten, das heißt noch eine Minute und dann dürfen wir Kick-Emote benutzen und alle anderen Emotes. Das heißt, dann wird's richtig spannend. Dann, ich habe den extra jetzt schon reingemacht, dass wenn es gleich so weit ist, Lukas, ich hier einfach nur noch auf die Taste drücken brauche. Ja. Dann heißt es hier der nächste Sieg und ich habe immer noch kein Teamgame bisher bekommen. Machst du es noch keins in 45 Minuten? Noch kein einziges. Wenn ich jetzt wieder keins bekomme, dann wäre das wahrscheinlich. So. Block der Halbfinale, das ist ganz geil. Das fühle ich. Ja, Block ist eigentlich nur im Finale geil, wenn es dann so richtig ist. In 20 Sekunden dürfen wir Kick-Emote benutzen. Ey, ich werd geboxt! Ey! Hallo! Hä, das ist voll unfair, die boxt mich hier raus die ganze Zeit. Lol, wo? Lost Temple hier. Was? Bei Lost Temple boxen die? Ja, ich weiß auch nicht. Und jetzt dürfen wir Kick-Emote benutzen. Let's go. Sehr geil. Zack. Oh, ich freue mich direkt dieser Boost schon wieder. Das ist so ein geiles Gefühl, wenn man sich einfach hier vorboosten kann. Ja, Mann, das stimmt. Ist so ein geiles Gefühl. Boah, jetzt werde ich hier richtig rasieren. Let's go. Und dann sind wir qualifiziert fürs Finale. So einfach geht es. So entspannter Reno kann man sich hier qualifizieren für das Finale. So, jetzt sollten wir eigentlich so langsam qualifiziert sein. Das Finale. I'm gonna take my horse to the Old Town Road. Na, 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 na. Komm schon, Finale. Botbash im Finale, Digga, das kannst du dir nicht ausdenken. Als ob, Junge, das ist so unlucky. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ey, aber ich schwöre, ich hatte die Map schon 5 oder 6 Mal heute. Also wirklich richtig dumm. Ich hatte noch kein einziges Mal heute Laser Tracer. Noch kein einziges Mal. Digga, das war's wirklich komplett Arena. Und Botbash, Mann! Bruder! Ja, du führst den Schmerz auf. Du auch, merkst es. Guck mal, diese Map, die kommt öfter als andere. Das kannst du mir nicht erzählen. Ey, es sind jetzt gerade schon 2 Strahlen aktiviert hier, ne? Bei mir ey, einer. Nein! Wusabi, entspannen uns. Ich muss mich so hart konzentrieren, weil das Ding ist, ich bin gerade. Ich weiß nicht, hast du so eine Technik bei Botbash? Eine bestimmte? Bruder, da gibt's keine Technik. Die Map ist so random, da gibt's keine Technik. Ich habe tatsächlich eine Technik und die funktioniert eigentlich extrem gut meistens, aber nur wenn halt keine roten Käfer da sind. Bruder, wie viele? Oh mein Gott, wie ich mich noch gerettet habe! Ey, die boxen mich schon wieder, hallo! Das gibt einen fetten Kick-Emote, so ein Ding ist das. Let's go! Ha. Sieg auf Botbash. Ja. Lukas, hör auf zu lügen. Let's lügen darf man nicht. Go, Digga. Lügen darf man nicht, Lukas. Doch, hallo. Lügen darf man sagen. Na, hör mal. Ey, sehr geil. Ey, es läuft gerade unnormal gut. Ich habe eine neue Technik auf Botbash jetzt entwickelt während diesem Video. Die ist übelst OP. Na. Und zwar stelle ich mich tatsächlich einfach auf diesen, auf dieses Teil am Anfang drauf. Welches Teil? Da, wo diese Strahlen rauskommen, da stelle ich mich einfach drauf. Lass mich, ja, mit so mit diesem Marienkäfer, mit diesem roten, lass mich hochboosten. Und dann stelle ich mich da drauf. Genau. Ja, das habe ich aus so einem Pro-Tricks-Video. Weißt du, was ich kann, Lukas? Was? Nix. Ja, also wir werden eh mal schauen. Ich bin mal sehr gespannt. Also ich würde mal ehrlich gesagt raten, dass du... Ich würde raten, dass du 3 Wins hast aktuell. Vielleicht bin ich nicht. Ich habe schon 7 Wins. Ich hole gerade den 8. jetzt gleich. Ey, 7 Wins hast du schon? Ja. Okay, ja, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, ne? Aber... Wie hast du, Lukas? Ich habe tatsächlich jetzt 6. Wer liegt vorne, hä? Du oder ich? Ganz genau. Ja, wir werden es sehen. Noch 11 Minuten Zeit haben wir. Also
Ich muss ehrlich sein, ich bin aktuell schon relativ zufrieden. Es ist nicht ultra krass, aber es ist okay. Ja, also, Bruder, das sollte sich schon fast ein bisschen schämen, nur mit 6 Wins aktuell. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ja, also 6 Wins in 50 Minuten ist nicht so gut, ne? Stimmt, aber. Das ist schon wirklich fast ein bisschen peinlich jedenfalls. Aber man muss halt sagen, am Anfang habe ich halt sehr oft Team-Modi auch bekommen, wo ich das Game leaven musste. Ah, siehst du, ich habe jedes Team-Game, was ich hatte, habe ich durchgespielt. Jedes Team-Modi, weil du keins hattest, ne, quasi? Doch, ich hatte voll oft Team-Games. Ja, wahrscheinlich. Okay, ich habe Teil voll Halbfinale. Ey, jetzt war wirklich neugierig. Ich habe bisher wirklich noch kein Team-Game bekommen. War es doch gar keins? Wirklich nicht, nein, noch kein einziges. Das ist so ein Vorteil. Wie oft hast du schon, sag mal ehrlich, wie oft hattest du schon Team-Game jetzt? Ich glaube. Oh mein Gott, nein, ich fliege hier raus, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, bisher. Ey! Stopp! Das ist Finale! Das war Finale! Oh, oh, oh! Nein. Ich sehe jetzt halt die Stammigas jetzt. Okay, ich bin im Finale. Das Ding ist, ich hatte, glaube ich, bisher 5 oder 6 Mal ein Team-Game. Lukas, ich habe gerade im Finale easy gewinnen können, aber ich hatte so einen Abstand, aber ich habe nur drauf geachtet und habe deswegen einfach quasi risky gespielt mit Abkürzungen, die gar nicht nötig waren, habe deswegen jetzt nicht gewonnen. Was? Aber auf welcher Map? Pain Splash. Pain Splash, ah, okay, krass. Ich habe jetzt im Finale Block Dash. Ich konzentriere mich jetzt mal noch, Leute, damit ich hier den 7. Win hole. Irgendwie, wenn ich mich irgendwie nicht aufs Spiel konzentriere und ich einfach quasi die ganze Zeit auf mich aufs Reden konzentriere und quasi das Spiel nur im Background spiele, bin ich irgendwie viel besser, als wenn ich aufs Game konzentriere. Ja, ja. Ah, krass. Richtig komisch. Bei mir ist das andersrum. Echt? Das ist ganz komisch. Also wirklich, wenn ich rede und das Game nur so im Background spiele, dann spiele ich gefühlt fehlerlos. Das ist richtig krass eigentlich. Vielleicht machst du dann nicht so ein Druck- und Stressgefühl, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Aber bei mir ist das wirklich so, Leute, also im Finale vor allem, da muss ich manchmal mich echt so konzentrieren, dass ich da echt kaum was sagen kann auch. Oh. Boah, ich hasse bei Blocktest diese Spitzen-Dinger, ne? Muss ich ehrlich sagen. Ja, das sind die geilsten. Aber da kommt man nur mit Tricks durch, Lukas, und die Tricks kannst du halt nicht, deswegen magst du die auch nicht. Ja. Weißt du, so ein Ding ist das. Ja, da muss man so dran jumpen, ne? Boah, ich sag. Och nö. Sag ehrlich, also. Och nö. Digga, hallo! Das, also langsam reicht doch jetzt mal. Ist doch okay, tut mir leid, Jungle Roll. Ey, wenn ich mich jetzt Mann! Genau diesen Trick kann ich nicht, Digga. Ich bin jetzt ehrlich deswegen rausgeflogen, Mann. Ey, Lukas, ich qualify mich gerade wieder nicht im Dingens. Ey. Oh, ich hab mich auf Jungle Roll nicht qualifiziert. Digga. Lol, that's up. Jungle Roll ist doch eigentlich immer relativ entspannt, oder? Digga. Okay, Pivot Push. Okay, sag ehrlich, sind deine Wins bisher einstellig oder zweistellig? Einstellig. Okay, ja, meine auch. Aber ich mit 8 Wins, ich hol's gleich den 9. Bin ich halt krass im Vorsprung, denke ich mal, oder? Tja, das ist halt die Frage, aber bei mir sieht's eigentlich sehr, sehr, sehr gut aus gerade. Oh. Das sagst du auch nur, weil du weißt, dass ich mehr Wins habe als du, ne? Nee. Ich weiß ja nicht. Ja, also. Mit 8 Wins bin ich ganz klar vor dir safe. Ich glaube nicht, dass du halt 8 Wins hast, um ehrlich zu sein. Nee. Nee, glaube ich nicht. Jetzt auf Ernst, was schätzt du, wie viel Siege habe ich denn? Was schätzt Boah, ich du denn? Sag ehrlich, 3 oder 4, denke ich. Echt? So wenig? Also wenn ich es mit den anderen Kronenbattlen vergleiche, also klar, heute ist nochmal ein bisschen anders, ne? Und wir spielen zu einer anderen Uhrzeit, aber was schätzt du, wie viele ich habe? Ich sag, du hast 3. Okay. Damit liegst du auf jeden Fall falsch. Was? So. Was, echt jetzt? Ja, damit liegst du falsch, ja. Ja, okay, du hast ja irgendwas mit 7 so, aber ich habe jetzt gerade schon 8 Wins. Ah, okay. Die 6 Wins hattest du ja. Ich habe 2 Wins mehr als du gerade aktuell, Lukas. Du musst dich also ein bisschen mehr anstrengen. Ja, also wir schauen jetzt einfach mal, Leute. Wir sehen schon, wir haben als nächstes Block Dash Halbfinale. Ich habe jetzt sehr oft Block Dash irgendwie in den letzten paar Games gehabt. Wenn ich jetzt wieder kein Team-Game bekomme, dann mag mich das Game einfach. Ja, Digga, das ist echt ein Joke. Ich habe schon nicht einmal ein Team-Game bekommen. Das ist echt ein Joke. Ich kann wieder kein Team-Game, ich habe Teile vorbekommen. Nee, Junge. Ich verstehe das nicht. Also, habe ich so viel Pech gehabt damit, oder was? So, Leute. Und noch 5 Minuten 45 haben wir übrigens Zeit, ne? Dass du schon mal Bescheid weißt. Ich versuche gerade hier so einen unmöglichen Jump in Teile voll. Ich versuche gerade hier 2 Blöcke weit zu springen. Also, es geht? Es geht, ich hab's geschafft. Ja! Lol, du meinst,
Also zwei Blöcke überspringen, also quasi von 1 bis zum 3. Vom 1. bis zum 3. quasi. Ich wusste nicht, dass das geht. Es geht auch nur richtig knapp, also wenn du richtig krass timest. Okay, krass. So, ich bin jetzt im Finale. Okay, also ich bin mal ultra gespannt, wie viel du winnst. Also ich kann es mir gerade echt nicht vorstellen. So. Ich beschwöre den Stumble-Geist-Gott. Kein Botbash, bitte. Was ich jetzt oh, was? Cannon-Climb-Finale. Okay. Cannon-Climb. Das war's komplett, Reno. Komm schon. Gönn mir jetzt Blockdash. Blockdash ist ein easy win. Ich krieg wieder Super Slide. Komm, Lukas. Mein Gott. Ich hab jetzt wieder Super Slide bekommen. Oh mein Gott, ich bin gerade ganz vorne. Nein! Ey, ich hab diesen Boost am Anfang nicht geschafft. Kacke. Komm schon. Ja! Der Typ hat den Schaden nicht geschafft. Ja, komm. Ah! Tja, Lukas! Mann! Was kann man sich denn schlau im Leben muss man sein! Ey! Mann! Digga, ey! Das kannst du dir nicht ausdenken! Ja. Ja, nee, Digga, nee. 4 Minuten 1. Digga, ich schwöre, ich war gerade Zweiter und ich war so einen halben Meter hinter dem eben. Und hab dadurch verloren, weil ich von einer Kugel gehittet wurde. Hab gerade den Charmin Super Slide verkackt. 4 Minuten. Nee, 3 Minuten 16 jetzt noch. 3 Minuten 16. Also du kannst halt noch eine Runde starten, wenn der zum Beispiel bei 5 Sekunden ist, kannst du noch eine Runde starten an sich. Okay. Oh mein Gott. Boah, ich hoffe, dass ich jetzt die Runde noch gewinne. Och nö. Das Ding ist, ich bin so gebrochen, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren vom Ding, ja, so Lukas. So ehrlich, so ein Ding? Grade. Ja. Oh. Und ich schaff's gerade wieder nicht, mich in Jungle World zu qualifizieren für die erste Runde. Das ist gerade schon wieder richtig respektlos. Ey, Lukas. Ja. Lukas, ey, bitte. Finale, oh let's go. Ey. Ich glaube, ich krieg noch, also wenn jetzt ein kurzes Finale kommt, schaffe ich sogar noch eine Runde danach. Das wäre richtig gut. Schnelles Lukas, Finale jetzt noch. Lukas, ich hab's nicht geschafft, mich zu qualifizieren. Oh, Pain Splash, perfekt, Digga. Boah, jetzt muss ich hier den Win holen und dann noch schnell eine Runde. Oh mein Gott. Ach Mann, ich bin gebrochen. Oh ja. Ah, Mann! Ha! Hat sich aber gar nicht wie ein Sieg angehört, Lukas. Ich hole jetzt gerade meinen 10. Win hier schon. Ja, ich glaube, ich bin raus. Ich hole jetzt meinen 10. Win und du nicht. Denn ja, ich bin okay, besser. Ich hab verkackt, ich muss ehrlich sein. Aber ich starte jetzt immerhin noch eine Runde. Also, das ist schon mal ganz gut. Das Ding ist, wie viel Sieger hast du auf dem Account hier? Boah, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, aber um die 50 bis 60 so. Ja, ich habe über 100 Siege. Das Ding ist, ich kriege halt gefühlt doppelt so gute Gegner wie du. Ja, nee, ich bin mit Pat auch in dieselbe Runde gekommen, obwohl er 180 Wins hatte. Echt? Ja, das ist, glaube ich, nicht davon abhängig. 37 Sekunden. Ich bin zum Glück noch in der Runde halt drin. Hä? Ja, ich bin jetzt erst im Halbfinale gleich, Mann. Ja, okay, dann kannst du nicht nochmal eine starten. Und ich krieg jetzt ein Teamgame. Das war's komplett. Nein! Ich kann noch starten. Komm, ich muss es noch schaffen. Mein Gott. Ich hab grad ein Teamgame bekommen, Lukas. Ich hab grad Stumble Soccer bekommen. Echt? Als ob. Ja. Und der Countdown ist abgelaufen. Oh nein. Nein! Kacke! Boah, ich kann den jetzt gerade nicht stoppen, weil ich hier noch übelst weiterkommen muss. Ja, alles gut. Sorry für das Piepen, Freunde. Come on. Digga, ich hab echt verkackt. Ich hab Floorflip und dann bin ich runtergefallen und musste komplett neu starten. Ich hab einfach in der letzten Runde jetzt, wo es drauf ankommt, einfach ein Teamgame bekommen, Lukas. Das war's halt komplett, Arino. Boah, nee, ich glaube, ich bin raus bei Floorflip hier. Boah, ich bin echt gespannt, wie viele Wins du hast, Lukas. Ich bin echt gespannt. Boah, nee, ich bin raus. Erste Runde. Mann! Oh mein Gott. Okay, bist du raus? Ja, Lukas, ich bin raus. Okay, also du bist fertig, oder wie? Ja. Wenn wir uns übrigens mal 3 sagen. Warte. 3, 2, 1, 4. 3. 3? Ja. LOL, was? Als ob. Erzähl, wie war's? Ja, als wenn du 4 Wins hast. Ja. Ich hab so oft war ich einfach
war ich einfach Zweiter und hab kurz vom Ziel, hat mich mal überholt. Das war so. Oh mein Gott. Ich muss ehrlich sein, ganz am Anfang lief es sehr gut. Also irgendwie ohne Emotes habe ich mehr Wins geholt als mitgefühlt. Ja, gefühlt schon. Ich auch. Ich hab mit Boxing-Mode noch diesen Labaland geholt, aber ja, dann gar nichts mehr. Boah, krass. Ja, Leute, also ihr seht schon, war sehr, sehr spannend. Ich weiß jetzt nicht, ob wir gleich waren ungefähr, das Video über. Wir werden es auf jeden Fall sehen. Aber war auf jeden Fall richtig witzig, Leute. Lasst ein Like da, kostenlos Abo. Wir sehen uns. Und ja, damit ciao, ciao.